Während sich der politische Streit zuspitzt, konzentrieren sich die Ermittlungen auf den mutmaßlichen Bombenleger Gundolf Köhler. Was war das Motiv für diese furchtbare Tat? Die ersten Spuren führen in Köhlers Heimatort Donaueschingen. Dort war der 21-jährige Student bei seinen Eltern gemeldet. Im Keller des elterlichen Hauses werden die Fahnder der Sonderkommission schnell fündig. Eine gut ausgerüstete Werkstatt, Zündkapseln und Schnüre, daneben hochexplosive Chemikalien. Weitere Indizien, die handschriftlichen Aufzeichnungen Gundolf Köhlers, Anleitungen zum Herstellen von Sprengstoff, Konstruktionsbeschreibungen für Handgranaten. Bei der Rekonstruktion der Bombe stellen die Ermittler fest, die Spurrillen des Schraubstocks aus Köhlers Werkstatt stimmen mit Teilen der Bombe überein. Köhler beim Abschuss einer selbstgebauten Bazooka-Rakete. Doch hat Gundolf Köhler das Attentat tatsächlich allein verübt? Für die Ermittler sind bald alle Zweifel beseitigt. Unkontrollierter Hass habe den labilen und verwirrten Mann getrieben. Letzter Anstoß war laut Polizei ein Bescheid der Universität über eine nicht bestandene Vordiplomsprüfung. Nach nur 8 Monaten werden die Ermittlungen der Soko-Theresienwiese eingestellt. Nach dem jetzt vorliegenden abschließenden Ermittlungsergebnis ist festzustellen, dass Gundolf Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Zündete Gundolf Köhler die Bombe nur, weil er persönlich frustriert war? Ohne erkennbares Motiv? Ohne Abschiedsbrief? Gab es wirklich keine Mittäter oder Hintermänner? Einige der Opfer, insbesondere die, die Kinder verloren hatten oder selber schwer verletzt waren, haben sich gesagt, so kann es wohl nicht gewesen sein. Einer alleine soll es gewesen sein und der ist dann auch noch tot. Und haben dann versucht, eine Wiederaufnahme der Ermittlungen zu erreichen, was leider nicht gelungen ist, muss man sagen. Obwohl es in beiden Ermittlungsberichten, wie ich finde, zahlreiche Widersprüche und Ungereimtheiten gibt, die darauf hindeuten, dass Köhler in jedem Fall kein Einzeltäter war, sondern dass es zwischen 2 und 3 Mittäter gegeben hat oder gegeben haben muss, die nicht nur mit ihm vermutlich die Bombe gebaut haben, sondern sie auch nach München transportiert haben und mit ihm auch am Tatort gewesen sind. Dafür sprechen einige Zeugenaussagen aus der Tatnacht. Der Zeuge, dessen Aussage auch die Ermittler für besonders glaubwürdig halten, macht 1 Stunde vor der Explosion einen Spaziergang in der Nähe des späteren Tatortes. Er ist homosexuell und sucht Kontakt an diesem Abend. Dabei wird er auf Gundolf Köhler aufmerksam. Mit Koffer und einer schweren, prall gefüllten Plastiktüte in den Händen habe Köhler, so der Zeuge, vor dem Attentat mit 2 jungen Burschen in Bundeswehrparkas diskutiert. In der Hoffnung, mit Köhler Augenkontakt herzustellen, geht der Mann dicht um die Dreiergruppe herum. Später sieht der Zeuge Gundolf Köhler noch einmal. Ich sah, dass der von mir beobachtete Mann mit dem Buschelkopf sich in südlicher Richtung bewegte. In seiner linken Hand trug er das Köfferchen, in der rechten Hand die Plastiktasche. Er hatte schreckhafte, angstvolle Augen. Ich dachte mir, jetzt schaust dann mal, vielleicht geht er vorbei, vielleicht sucht er Kontakt. Der Mann blieb aber plötzlich stehen. Ich sah dann, wie er sich bückte. Die Passanten versperrten mir die Sicht. Dann sah ich eine große Stichflamme und hörte Schreie. Für mich ist sie ferngezündet worden. Er legt sich, gut, es gibt viele Fanatiker, letztendlich, vielleicht war er auch einer von denen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich selber mit umgebracht hat. Das ist irgendwas, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Hatte Köhler Mittäter in Donaueschingen? Fest steht, enge Freunde kannten seine Besessenheit für Bomben. Und gemeinsam diskutierten sie sogar Köhlers Idee, ein Attentat auf der Wiesn zu verüben. Die beiden engsten Freunde, die sind lang und intensiv vernommen worden, und einer ist juristisch geschult gewesen, das heißt, er hat sein Studium angefangen in der Richtung, der hat wohl genau gewusst, wie weit und was er sagen darf. Der andere war geistig nicht der Hellste, er war in nervenärztlicher Behandlung, aber
Wir haben leider keine Nachweise führen können. Zum Zeitpunkt des Anschlags waren sie in Donaueschingen. Das ist überprüft. Alibis sind in Ordnung. Ein dritter Freund Köhlers aus Donaueschingen hatte kein ausreichendes Alibi für die Tatzeit. War er in München dabei? Beweise für eine Mittäterschaft finden sich nicht. Dennoch verhält sich der Freund äußerst verdächtig. Kurz vor seiner ersten polizeilichen Vernehmung nach dem Attentat verbrennt er sein Tagebuch. Im Abschlussbericht der Soko Theresienwiese heißt es dazu: Aufgrund seines Verhaltens bei der Vernehmung war nicht auszuschließen, dass die Person möglicherweise an diesem Anschlag mitgewirkt, sich an den Vorbereitungshandlungen beteiligt oder zumindest vor der Tat konkret vom Vorhaben des Gundolf Köhler gewusst hatte. Ein anderer Verdacht. Einige Wochen nach dem Anschlag bezichtigt sich dieser Rechtsradikale, an dem Attentat mitbeteiligt gewesen zu sein. Unter der Führung von Karl-Heinz Hoffmann, dem Chef der ehemaligen Wehrsportgruppe, war der Mann kurz nach dem Attentat in den Nahen Osten gereist. Zusammen mit anderen Rechtsextremisten ließ er sich in einem PLO-Lager für den Guerillakampf ausbilden. Untergebracht im Hotel Byblos in der syrischen Hauptstadt Damaskus unterhält sich der Mann mehrfach mit dem Barkeeper über das Wiesenattentat. Wenige Monate später meldet sich dieser Barkeeper bei der deutschen Botschaft in Paris und gibt Folgendes zu Protokoll. Ich habe ihn dann auf den Bombenanschlag beim Münchner Oktoberfest angesprochen. In Englisch hat er ordentlich gesagt, deswegen bin ich hier. Hat ausführlich geschildert, wie er die, wo die Sprengkörper gelegen haben? Auf welcher Straße hat er mir nicht genau gesagt, nur dass ein Sprengkörper in der Wasserrinne war und ein anderer in einem Abfalleimer. Er ist, nachdem er aus dem Libanon gekommen ist, nochmals vernommen worden, und zwar mehrfach, denn gegen diese Gruppe war ein gesondertes Verfahren anhängig, aber es hat sich herausgestellt, er war nicht dabei. Dass er es konkret selber nicht gewesen ist, heißt ja nicht, dass das nicht aus seinem Umfeld kommen kann, sondern er kann ja eine andere Aufgabe gehabt haben oder kann davon gewusst haben, aber nicht am Tatort gewesen sein. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Und noch einmal bezichtigt sich jemand selbst als Täter. Frankfurt am Main, 2. August 1982. Stefan Wagner, ehemals Aktivist der Wehrsportgruppe Hoffmann, nimmt in einem Hochhaus Geiseln und verschanzt sich mit ihnen. Dann erklärt er, lebend bekommen die mich nicht. Ich war bei der Aktion gegen das Oktoberfest in München dabei. Kurz darauf erschießt er sich. In den Akten der Bundesanwaltschaft heißt es, der Mann habe ein eindeutiges Alibi. Der Stern recherchierte etwas anderes. Ein hoher Beamter des Bundeskriminalamtes damals zu den Sternreportern: Mir ist unverständlich, wie der Generalbundesanwalt zu einem Wagner-Alibi gekommen sein will. Es gibt nämlich keins. Wir haben den jungen Mann aus taktischen Gründen nämlich nie persönlich befragt, wo er am 26. September 1980 gewesen ist. Zwei Jahre nach dem Attentat schließt die Generalbundesanwaltschaft die Akten. Nach alledem ist das Verfahren, soweit es sich gegen die Beschuldigten Hoffmann und andere richtet, mangels begründeten Tatverdachts und im Übrigen mangels Täterermittlung einzustellen. Ich denke, Gundolf Köhler war nur ein Handlanger mehr oder minder. Ich denke, die Haupttäter laufen nach wie vor frei herum. Dass ich sage, er war letztendlich für mich nur ein Handlanger. Das Attentat auf der Wiesen. Auch 20 Jahre danach sind viele Fragen nicht beantwortet. Zurück bleibt nur eine unscheinbare Säule. Gedenken an die Opfer eines Verbrechens, das noch immer nicht eindeutig geklärt ist.